Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Summen und Zeilen Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich unsere eigene Buchhalterin, die liebe Erika, die euch einmal Einblicke darin geben wird, wie wir bei Candice eigentlich unsere Buchhaltung machen. Besonders erwähnenswert finde ich, dass Erika für ungefähr 100 Mitarbeitern die Buchhaltung komplett alleine macht und es trotzdem schafft, den Monatsabschluss in 3 bis 5 Tagen zu erledigen. Und wie sie das schafft, erklärt sie in dieser Folge. Freut euch schon drauf. Es war eine richtig spannende Aufnahme. Let's go! Also Erika, wir wollen ja heute einmal darüber sprechen, wie macht Candice eigentlich selber seine Buchhaltung? Und um das zu machen, würde ich vorschlagen, wir schauen uns einfach mal die verschiedenen Teilprozesse, die überall anfallen, im Detail an. Das heißt, wir schauen, wie machen wir unseren Rechnungseingangsprozess, wie machen wir unseren Bezahlprozess, wie läuft bei uns der Kreditkartenprozess ab, wie arbeiten wir in DATEV, um die Löhne zu verbuchen, wie läuft die Debitorenbuchhaltung und dann vielleicht auch der Monatsabschluss. Und ja, damit wir da vielleicht auch eine gewisse Struktur reinbekommen, würde ich einfach vorschlagen, wir fangen ganz simpel mit dem Rechnungseingangsprozess ab. Und da würde mich eigentlich mal einfach mal interessieren, bevor wir jetzt ins Detail in den Prozess reingehen, Erika, wenn wir uns den Rechnungseingangsprozess angucken, was ist grundsätzlich dein Oberziel, was den Prozess angeht? Also mein Oberziel ist natürlich, dass da so wenig wie möglich Rechnungen im Posteingang sind, also dass sie eigentlich verarbeitet sind, dass sie entweder bei der Freigabe oder exportiert oder zum Export bereit stehen. Ne? Das heißt, tägliches Bearbeiten, also Kontieren zur Freigabe versenden, ist notwendig oder ist mein Ziel, sagen wir es mal so. Und genau. Und das Gleiche gilt auch für Kreditkartenabrechnungen bzw. Kreditkartenabbuchungen. Da sollten auch die Rechnungen so zeitnah wie möglich bearbeitet werden. Genau, das ist zum Rechnungseingang. Der Rechnungseingang, der wird ja ganz unterschiedlich in der Unternehmenswelt praktiziert. Manche haben eine zentrale E-Mail, manche haben eine Buchhaltung-App, manche haben eine Rechnung-App. Bei vielen Unternehmen kriegen die Mitarbeiter, die etwas bestellen, direkt die Rechnung. Rechnung kommt per E-Mail an, per Post an. Aber ersten sprechen wir über E-Rechnung. Wie ist bei uns der Rechnungseingang organisiert? Genau, wir haben ja eine zentrale E-Mail-Adresse für alle Rechnungen. Somit hat man natürlich einen Überblick über alle, sowohl die Kreditkartenabrechnungen bzw. Abbuchungen, also über alle Ausgaben hat man einen Überblick, weil die alle ja in Candice sind. Und das erleichtert natürlich und ja, man hat so einen Überblick über das Ganze. Okay, also das heißt, wir kriegen eigentlich alle Rechnungen, die wir so jeden Tag bekommen. Die laufen in der Regel über die zentrale E-Mail-Adresse rein. Genau, genau. Also es ist nirgendwo, dass da ein Mitarbeiter irgendwo in seinem Postfach was hat, sondern tatsächlich alles dass das alles direkt in Candice landet. Und dann, wer stößt den Prozess an? Machst du das? Genau, ich kontiere dann die Rechnung so vor, wie ich sie haben möchte später in DATEV und versende diese zur Freigabe. Sobald die Rechnungen freigegeben sind, exportiere ich diese nach DATEV. In DATEV übernehme ich dann die Rechnung und ich mache dann zum Beispiel einen wöchentlichen Zahllauf. Manchmal, wenn dann noch was in der Freigabe ist, ne, dann erinnere ich schon mal die Kollegen, dass sie was freigeben sollen, damit ich so viel wie möglich dann zahlen kann. Und natürlich per Kreditkarte, alles was die Mitarbeiter mit Kreditkarte zahlen, muss ich ja zum Beispiel nicht mehr zahlen. Ne? Das fällt ja schon mal weg. Also ist mein Zahllauf sehr übersichtlich. Also von der Rechnungsanzahl her. Mhm. Genau. Und nach dem Zahllauf kann ich zum Beispiel die Bankbuchung übernehmen. Da habe ich Lerndateien für die Bankbuchungen. Mhm. Und nach diesen Bankbuchungen kann man einen Opus-Ausgleich machen. Also das hat mir mal Lars vor Jahren so einen Tipp gegeben. Es gibt Nullkontenausgleich, kann man einstellen in DATEV. Das heißt, ich gehe dann durch und klicke das an, also sind nur ein paar Klicks, und dann gleicht automatisch DATEV sowohl die Opus als sowohl die Kreditoren als auch die Debitoren aus. Also ist da auch jede Menge Arbeit somit erledigt. Mhm. Genau, so läuft der Prozess.
Verstanden. Nochmal zurück zum Rechnungseingangsprozess. Also du meinst, du schickst dann die Rechnung in die Freigabe. Kannst du da mal ein bisschen Einblicke geben, wie bei uns die Strukturen aufgebaut sind? Also sind die relativ flach gehalten, dass du eigentlich immer nur von einer Person eine Freigabe benötigst und dann ist das eigentlich ausreichend? Haben wir eher teilweise komplexere Strukturen mit einem Vier-Augen-Prinzip oder wie ist das bei uns geregelt? Ja, bei uns sind die Strukturen recht flach. Ab einer bestimmten Rechnungssumme gibt das zum Beispiel noch der Geschäftsführer frei. Mhm. Aber ansonsten sind die Strukturen recht flach. Wie ist deine Erfahrung, was die Freigabe angeht? Also bekommst du die Freigaben von unseren Mitarbeitern immer recht pünktlich? Oder ja, musst du trotzdem immer mal warten, bis die Rechnungen geprüft werden? Und du hast es schon erwähnt, manchmal erinnerst du die Leute. Also ist es dann eher gang und gäbe, dass du das auch noch wirklich machen musst? Oder funktioniert das trotzdem zuverlässig? Eigentlich funktioniert das zuverlässig, aber es ist halt unterschiedlich. Ne? Der eine Mitarbeiter gibt das eher frei, der andere braucht immer eine Erinnerung. Also ist Mitarbeiter unterschiedlich, aber die meisten wissen schon, okay, das ist schon dringend, also da sind Sie schon zeitnah dran. Mhm, verstanden, okay. Das heißt, die geprüften Rechnungen, die exportierst du dann nach DATEV. Jetzt gibt es ja zwei unterschiedliche DATEV-Schnittstellen und auch wir hatten ja früher den Weg über Unternehmen Online gemacht. Wir nutzen heute den Buchungsdatenservice richtig und exportieren direkt nach DATEV. Jetzt hast du es ja damals auch mitgemacht mit dem vorherigen Export über Unternehmen Online und hast es dann eigentlich live miterlebt, als wir auf den Buchungsdatenservice umgestellt haben. Kannst du da mal Einblicke geben, Erika, wie war es früher mit dem Export über Unternehmen Online und was hat sich für dich heute mit dem Buchungsdatenservice verändert? Ja, über DATEV Unternehmen Online, das war ja so ein Zwischenschritt, der eigentlich ja nicht notwendig ist. Ne? Man hat da exportiert, importiert und es ging weiter. Also eigentlich ein Schritt, der ja nicht notwendig ist. Ne? Der wurde ja mit dem Buchungsdatenservice, wurde ja erledigt. Und der Vorteil ist ja, dass wir zum Beispiel jetzt die Stammdaten mit übergeben können und den Buchungstext. Das ist so mein persönliches, naja, Stammdaten auch. Also das hilft ja vor allem. Ne? Das heißt, ich fasse das nicht mehr an, den Buchungstext, der ist ja schon mit übergeben worden. Okay, das heißt, mit der neuen Schnittstelle sparst du dir einfach diesen Zwischenschritt, dass Rechnungen nach Unternehmen online exportiert werden müssen, sie dort bereitstellen und abholen musst, um sie nach Rechnungswesen zu importieren. Das heißt, heute ist das anders. Du exportierst die geprüften Rechnungen über den Buchungsdatenservice direkt nach DATEV Rechnungswesen und kannst da auch dann direkt den Buchungstext mit übergeben. Und im Endresultat bedeutet es für dich, dass die Buchung eigentlich vollständig ist. Auch die Stammdaten darf man nicht vergessen. Ne? Ich habe es ja früher da, also in Candis und in DATEV angelegt. Ne? Durch diesen Schritt spart man sich das ja, weil ich kann ja die Kreditornummer übergeben und ja, wie gesagt, die kompletten Stammdaten und dieses Doppelte bearbeiten. Ne? Einmal da und einmal da, das spart man sich natürlich auch. Ja, super. Da vielleicht kurz zum Hintergrund, wer sich da nicht genauso gut auskennt. Die DATEV bietet zwei unterschiedliche Schnittstellen für Vorsysteme an. Wir haben jetzt eben einmal über die unterschiedlichen Methoden gesprochen. Einmal den Rechnungsdatenservice 1.0 und einmal den Buchungsdatenservice. Der Rechnungsdatenservice 1.0 ist eher dafür gedacht, wenn Unternehmen ihre Buchhaltung über Steuerkanzleien abwickeln, weil dort die Unternehmen ihre freigegebenen Rechnungen über Unternehmen online bereitstellen können und das Steuerbüro hinten raus die Buchhaltung final macht. Für DATEV-Selbstbucher eignet sich eher der Buchungsdatenservice, weil, wie die Erika gerade schon erklärt hat, man spart sich einfach diesen unnötigen Zwischenschnitt über Unternehmen online, weil man ja eh selbst bucht. Macht also total Sinn, dass man die Buchungen direkt nach DATEV Rechnungswesen übermittelt und hat zeitgleich eben den Vorteil, dass man A, vollständig vorkontieren kann, Buchungstext, Klammer auf, Klammer zu und eben auch den Vorteil, dass man eine vereinfachte Stammdatenpflege hat und da nicht mehr in zwei Systemen parallel arbeiten muss. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr Einblicke geben, Erika, was das für dich bedeutet im Hinblick auf die Stammdaten. Also ich habe ja gerade noch mal erklärt, mit dem Rechnungsdatenservice hat es nicht so gut funktioniert, mit dem Buchungsdatenservice geht es jetzt. Wie war das früher, wie ist es heute? Na, doppelt erfassen. Ne? Einmal in Candis erfassen die ganzen Stammdaten, da musste ich das parallel in DATEV machen. Also da auch noch mal die Kreditornummer bestimmen, dann abgleichen die Kreditornummer, dass es die gleiche ist wie in DATEV. Und das läuft jetzt über den Buchungsdatenservice ja
mit. Ne? Ich vergebe ja schon die Kreditornummer in Candice und exportiere das Ganze nach Dativ. Ne? Das wird ja komplett mit übernommen. Du hast schon den Bezahlprozess so ein Stück weit angeschnitten und auch, dass das eigentlich relativ übersichtlich ist, weil der Großteil schon über Kreditkarten abläuft. Das heißt, bevor wir, sag mal, Candice zuklappen und in Dativ einsteigen, lass uns da vielleicht nochmal über den Part sprechen, der in Candice passiert, nämlich dann den Kreditkartenprozess. Gib uns doch da mal Einblicke, wie wir das Thema Kreditkarten bei Candice handhaben. Ja, ähnlich wie mit den Rechnungen, also Eingangsrechnungen. Die Rechnungen gehen auch über diese E-Mail-Adresse ein. Im besten Fall erkennt ja Candice die Abbuchung zu der Rechnung und matcht das ja automatisch. Das heißt, ich muss da eigentlich nicht mehr viel machen, wenn das automatisch gematcht wird. Wird das nicht automatisch gematcht, dann hänge ich dann die Rechnung an die Abbuchung dran und mache da ebenfalls die Kontierung, die Vorkontierung, schick's an den Mitarbeiter zur Freigabe. Auch da nur beim ersten Mal beziehungsweise beim neuen Lieferanten notwendig, weil beim nächsten Mal erkennt es ja Candice schon selbst automatisch, ne, die ganze Vorkontierung. Also da brauche ich wirklich nur auf Freigabe anfordern gehen und das war's. Mhm. Genau, wird diese freigegeben, die Rechnung, wird es ebenso exportiert nach Dativ. Und ich habe zum Beispiel zu Zwecksübersicht verschiedene Stapel. Also ich habe einmal einen Rechnungsstapel und einmal einen Kreditkartenstapel in Dativ. Das ist nochmal einen interessanten Punkt angesprochen. Und zwar, dass du die Rechnung ja eigentlich nur bei neuen Kreditoren vorkontieren musst oder selber vorkontieren musst, weil das Candice dann eigentlich schon automatisch vorschlägt. Wie würdest du das aufs Gesamtvolumen bewerten? Also musst du selber viel noch manuell buchen oder macht das eigentlich größtenteils Candice durch die automatischen Vorschläge selber? Das macht ja schon automatisch Candice, also wirklich nur neue Lieferanten. Das muss ich einmal machen und den Rest, also das wird ja schon automatisch alles vorab ausgefüllt. Mhm. Also da ist eigentlich für mich wenig zu tun. Ich überlege gerade, was das dann wirklich konkret bedeutet. Also du hast erzählt, Rechnung kommt rein, du musst die Rechnung dann eigentlich nur noch kontieren und an die Freigeber weiterleiten intern. Das hast du auch erzählt, ja, größtenteils schlägt der Candice die Kontierung schon automatisch vor und du musst es eigentlich nur noch bei neuen Kreditoren machen. Also ist es wirklich so, dass man das so plump formulieren kann, dass du eigentlich nur noch die Rechnung vorkontieren musst, wenn jetzt unbekannte Kreditoren also Rechnungen von unbekannten Kreditoren reinkommen und von bekannten Kreditoren musst du eigentlich nichts mehr machen, außer die Rechnung jetzt zur zuständigen Person weiterzuleiten? Ja, ist ja auch so. Ja, tatsächlich. Also ich beschäftige mich, also die Zeit geht wirklich nur noch auf die neuen Lieferanten drauf. Ne? Und der Rest ist schon eigentlich, das sind ja Sekunden. Mhm. Es ist ein enormer Zeitersparnis, ja. Wie viele Mitarbeiter von uns haben ungefähr eine Kreditkarte? Weißt du das? Im Kopf nicht. Also wir sind 100. Ich würde mal sagen, 70 Mitarbeiter haben eine Kreditkarte. Mhm. Klingt viel, aber es ist ja überschaubar. Was ich da von Kunden immer höre, sind im Grunde zwei Sorgen. Das eine, dass die Mitarbeiter dann Schindluder treiben, weil sie plötzlich eine Firmenkreditkarte haben und dann komplett wild einkaufen und da dann eigentlich gar keine Kontrolle mehr aus Sicht des Unternehmens da ist und man deswegen eher ja sich schwer tut, sowas jetzt zu handhaben. Und das andere ist, dass wenn man so viele Kreditkarten hat, dass das ein enormer Verwaltungsaufwand ist und man dann ja häufig vielleicht gar nicht weiß, okay, wer hat denn jetzt letzten Endes was eingekauft und wer ist dafür zuständig und dass das dann ja im Endeffekt total intransparent ist. Jetzt haben wir 70 Karten von ca. 100 Mitarbeitern ausgestellt. Wie denkst du darüber nach? Also am Anfang habe ich auch erstmal gedacht, oh, das sind aber viele Kreditkarten und da war ich auch erstmal ein bisschen panisch sozusagen, aber eigentlich, man sieht ja wirklich jede Abbuchung zeitgleich. Ne? Wenn du jetzt was kaufst, dann sieht man das ja sofort. Also eigentlich, und den Lieferanten siehst du ja auch eigentlich auch. Von daher kann man schon sagen, okay, das geht aber nicht. Oder man sollte das auch vorher schon klären, was darf, also im Unternehmen grundsätzlich, was darf gekauft werden, für was ist die Kreditkarte. Das sollte man schon von vornherein klar machen, damit da nicht irgendwas gekauft wird, was nicht sein sollte, ja. Also zum Beispiel keine Betriebsausgaben sind. Sollte man schon von vornherein klar machen. Und ja, durch diese
Übersicht, also durch das, dass du das sofort siehst, ne, kannst du ja auch einiges schon steuern, sage ich mal, oder sofort danach fassen oder mit den Mitarbeiter fragen, was ist das denn? Und ja, nach dem Beleg fragen, ob das auch wirklich alles so in Ordnung ist. Und würdest du sagen, es passiert trotzdem, dass jetzt Mitarbeiter Sachen einkaufen, die sie nicht hätten kaufen dürfen für die Firma oder dann total häufig irgendwelche falschen Dinge kaufen, Beispiel mit unserer Firmenkreditkarte irgendwelche Privateinkäufe tätigen? Nee, also Privateinkäufe sind sowieso tabu und eigentlich, also wir haben ja von vornherein festgelegt, für was die Kreditkarte verwendet werden darf und eigentlich passiert das auch nicht. Mhm. Nee, haben wir nicht. Letzte Frage zu dem Thema, was das Belege sammeln angeht. Auch das ist ja, ja in den Unternehmen im Kontext Kreditkarten ein leidiges Thema, dass die Kreditkarte oder dass die Kreditkartenbelege nicht eingereicht werden. Wie ist das bei uns? Wir haben ja die zentrale E-Mail-Adresse, von daher klappt das eigentlich ganz gut. Manchmal passiert das, wenn ein neuer Mitarbeiter halt kommt und der hat es irgendwie vergessen oder nicht mitgekriegt. Ne? Das passiert schon, aber eigentlich selten. Hm. Ja, also das läuft schon. Okay, aber nur weil wir die zentrale E-Mail-Adresse haben, heißt das noch nicht, dass die Mitarbeiter die Belege einreichen. Machen das die Mitarbeiter bei uns einfach, oder? Doch, also es ist schon bei der Kreditkartenausgabe, wird ja dem Mitarbeiter mitgeteilt, das ist die Adresse, wo es hingehen soll. Und eigentlich klappt das auch. Ne? Manchen, okay, vergessen das dann, es geht an seine E-Mail-Adresse. Dann sehe ich das natürlich und dann sage ich, okay, nee, das muss aber auf die zentrale E-Mail-Adresse. Und wenn es mal vergessen wird, dann hast du ja die Übersicht, sag ich. Genau. Verstanden. Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich mal den kompletten Rechnungsprozess uns angeguckt, die normalen Eingangsrechnungen, sage ich jetzt mal, und dann eben auch die Kreditkartenrechnung. Dann heißt, die Rechnungen sind in Candice geprüft und müssen jetzt nach Dativ exportiert werden. Jetzt hast du vorhin auch schon mal nebenbei erwähnt, dass es zwei unterschiedliche Buchungsstapel in Candice gibt, die nach Dativ exportiert werden, nämlich einmal den für die normalen Rechnungen und einmal den für die Kreditkarten. Was passiert jetzt, wenn du Rechnungen von Candice nach Dativ exportierst? Wie geht dein Prozess dann weiter? Also man ist ziemlich einfach, man exportiert und dann in Dativ importiert man das einfach und in Dativ habe ich zwei unterschiedliche Buchungsstapel für diese. Also wie gesagt, ich habe einmal Rechnungen und einmal Kreditkarten habe ich die umbenannt. Wie viele Rechnungen haben wir eigentlich roundabout pro Monat? Kannst du das grob abschätzen? 200, 300. Mhm. Okay. Ohne Kreditkarten. Ohne Kreditkarten, okay. Mhm. Und mit Kreditkarten? 500. Aber ich weiß es nicht genau. Mhm. Okay. Ich wollte nur eine grobe Größenordnung haben, um das gleich verstehen, warum. Also beginnen es davon aus, wir haben 500 Rechnungen pro Monat. 250 normale Rechnungen, 250 Kreditkartenbelege, einfach um es jetzt einfach darzustellen. Jetzt landen die Rechnungen ja von Candice in Dativ. Wie viel Aufwand hast du dann am Ende mit den Rechnungen, was den Buchungsprozess in Dativ angeht, letzten Endes noch? Ja, eigentlich nicht mehr viel, weil ich übernehme die ja so, wie sie sind. Ich habe sie ja schon so frequentiert, wie ich sie haben möchte. Also eigentlich gehe ich da wirklich nur auf Übernehmen und das war's. Also da passiert nicht mehr viel. Und bei den Kreditkarten genauso, ist ja auch schon alles vorkontiert, einfach nur übernehmen, fertig. Also Umbuchungen passieren da keine. Was den Bezahlprozess angeht, wie geht es da dann weiter und wie weißt du, welche Rechnungen jetzt beispielsweise schon über Kreditkarte oder Lastschriftverfahren bezahlt wurden und welche Rechnungen wann am Ende noch per Banküberweisung bezahlt werden müssen? Mhm. Das ist ja bei uns so hinterlegt, dass zum Beispiel sowieso nur Rechnungen im Zahlungsverkehr, im Dativ-Zahlungsverkehr auftauchen, die wirklich nur überwiesen werden müssen. Alles, was mit Kreditkarte bezahlt wurde, taucht ja gar nicht mehr auf im Zahlungsverkehr. Und genau, also dazu ist halt auch wichtig, dass die Bank zeitnah gebucht ist, ne, dass man seine OPOS auf dem neuesten Stand hat, so zieht ja Dativ nur die Rechnungen, die wirklich bezahlt werden müssen. Und ja, ist eigentlich auch ziemlich einfach in Dativ. Man erzeugt den Zahllauf und den schickt man dann an Dativ-Zahlungsverkehr. Da gibt es auch entweder die Möglichkeiten, dass man da so eine SEPA-XML-Datei erzeugt, die man dann später in der Bank hochladen kann. Oder man kann das direkt schon an die Bank senden mit zwei Unterschriften zum Beispiel. Wie machen wir das?
Derzeit machen wir das so, dass ich die Datei runterlade und dann weiterleite, damit es in der Bank hochgeladen wird. Okay, Erika, jetzt sind ja die Rechnungen in Dativ gebucht. Das heißt, der nächste Schritt wäre eigentlich, dass wir die Rechnungen, die noch zu zahlen sind, letzten Endes auch bezahlen. Ja, wie machen wir das? In Dativ gibt es ja diese Funktion, Zahlungsverkehr heißt das. Ich wähle da die entsprechenden Rechnungen aus oder wenn eine Rechnung zum Beispiel später bezahlt werden soll, kann ich die zum Beispiel rausnehmen. Dann sende ich das Ganze an Dativ Zahlungsverkehr und da gebe ich das einfach mit meiner PIN frei. Mhm. Und dieser Zahlungsverkehr wird dann einfach an die nächste Person versendet, auch ebenfalls zum Freigeben. Das nennt man Dual Approval, ist das bei uns hinterlegt. Das heißt, der Zahlungsverkehr geht direkt an die Bank, an die verbundene Bank. Das heißt eigentlich, das bleibt alles in Dativ, ist ein geschlossenes System, da wird nichts irgendwie raus exportiert an die Bank, sondern du löst die Zahlung in Dativ aus und dann gibt es einen separaten Freigabeprozess, eine separate Zahlungsfreigabe über die EBIX-Integration, meine ich. Und dann wird dadurch die Zahlung verifiziert und letzten Endes auch zur Zahlung angestoßen. Genau, genau. Ja, man muss sich einmal halt nur legitimieren, aber eigentlich läuft das automatisch alles. Okay. Jetzt höre ich von vielen Kunden, dass die das so nicht machen. Häufig, weil man auch gar nicht weiß, dass es so in der Form möglich ist, sondern da wird dann irgendwie eine SEPA-XML-Datei heruntergeladen, die importiert man dann ins Bankkonto. Was glaubst du, also was ist der Unterschied grundsätzlich zu dem Weg, wie wir es machen? Also es ist halt einfach schneller. Ne? Man muss es nicht runterladen, an Kollegen weiterschicken. Also es ist einfach schneller, man bleibt in Dativ. Also ist eigentlich viel einfacher. Andere Frage, viele haben die Bank gar nicht in Dativ verbunden. Was würdest du darüber sagen? Ja, dann müssen sie wahrscheinlich diese Datei dann runterladen, diese SEPA-Datei, und dann an denjenigen schicken, der einen Bankzugang hat. Und der muss sie dann halt da hochladen und da freigeben. Ist halt ein bisschen umständlich, auch eine Möglichkeit, aber ist halt ja, so ein unnötiger Zwischenschritt. Und siehst du auch, welche Rechnungen wann zu bezahlen sind? Also hast du diese Übersicht? Ja, also man kann ja bestimmen, ich bezahle heute Rechnungen, die bis dann fällig sind. Und dann kommen sie nur wirklich die Rechnungen, die auch zu bezahlen sind, bis zu diesem Datum. Mhm. Alles andere wird dann ausgeblendet. Funktioniert es auch alles reibungslos oder gibt es irgendwelche Sonderfälle, die, was weiß ich, Auslandsüberweisungen etc., dass das nicht gezahlt werden kann? Nee, funktioniert eigentlich alles reibungslos. Dativ erzeugt einfach nur verschiedene Stapel oder sage ich mal Buchungsanweisungen. Es gibt einmal SEPA und einmal Ausland. Da macht Dativ ja den Unterschied. Mhm. Aber ansonsten, das Prozedere ist das gleiche. Letzter Part, der mich brennend interessieren würde, ist ja auch immer Hot Topic, der Monatsabschluss. Also immer, wenn es irgendwie darum geht, ist immer so ein Klassiker, ne? Wenn ich mit Unternehmen zwischen dem 1. und 10. eines Monats spreche, dann geht es immer, Monatsabschluss gerade. Wie ist das bei uns? Also würdest du sagen, dass wir da auch viel Aufwand mit haben? Ist es dann bei dir auch immer so die super stressige Zeit, wenn es in den Monatsabschluss geht? Oder wie läuft es bei uns ab? Also bei mir ist es keine stressige Zeit, weil wenn man das ja natürlich immer alles zeitnah bucht, ne, so täglich, dann hast du nicht so viel Stress am Monatsende. Wenn du weißt zum Beispiel, es ist der 28., 29. und du weißt, du hast schon die meisten Rechnungen sind drin, Debitoren sind teilweise drin, du hast schon die Löhne übernommen, Konten abgestimmt, das ist schon mal erledigt, da musst du ja am Monatsabschluss wirklich nur noch gucken, Rückstellungen, Konten abstimmen, Abgrenzung hast du im besten Fall auch schon gebucht. Also je mehr du vorher schon buchst, desto weniger Stress hast du am Ende. Mhm. Also deswegen ist bei uns eigentlich ziemlich stressfrei. Wie viel Aufwand hast du mit den Rückstellungsbuchungen? Nicht viel eigentlich. Sehr, sehr übersichtlich. Und dann gibt es ja auch noch von Candice die Möglichkeit, die Rechnungen, die zum Beispiel ja noch in der Freigabe sind, da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ich da die Rückstellung schon mal von Candice aus nach Dativ importiere. Okay, darauf wollte ich natürlich hinaus. Ne? Kannst du da vielleicht mal Einblick geben, also wie
läuft es operativ letzten Endes ab? Also was bedeutet es für dich in deiner operativen Arbeit, dass Candice Rückstellungen automatisch generiert? Ja, auch schon eine Arbeitserleichterung, ne? weil es sind ja genau die gleichen Rechnungen. Also das muss ich dann nicht manuell in Dativ machen. In Dativ habe ich wirklich nur Rückstellungen, die jetzt nicht über Candice abgebildet werden können, sondern wirklich halt Sachkonten. Ne? Und das, was aus der Kreditorenseite kommt, wird natürlich mit dadurch erspart. Mhm. Ne? Ja. Okay. Das heißt, einfach mal Tacheles geredet. Also jetzt ist der letzte eines Monats beendet. Der erste eines neuen Monats hat angefangen. Wann fängst du an, den Monatsabschluss vorzubereiten und wie lange dauert das bei uns? Ja, das sind ungefähr 3 bis 5 Tage. Natürlich gehen zum Beispiel auch noch Eingangsrechnungen. Die kommen ja meistens, diese großen, im Folgemonat. Ne? Also da muss ich ein bisschen warten. Das heißt aber so, ja, 3 bis 5 Tage dauert bei uns der Monatsabschluss. Wenn wir jetzt den ganzen Prozess, über den wir jetzt gesprochen haben, einfach nochmal so von oben angucken, was würdest du sagen, ja, grundsätzlich, wie ist der Prozess bei uns aufgestellt? Also ist das alles super easy für dich? Gibt es da an der einen oder anderen Stelle doch nochmal den Haken, wo du sagst, da läuft es einfach nicht gut? Oder ja, wie denkst du grundsätzlich darüber, wenn du jetzt vielleicht auch mal ein paar Jahre zurückdenkst, wie es in vorherigen Firmen gelaufen ist? Nee, bei uns sind die Prozesse schon sehr gut optimiert. Also da gibt es, wie gesagt, ich habe so einen Umbuchungenstapel, habe ich den benannt. Ne? Der ist sehr, sehr übersichtlich. Also da sind 17 Buchungen, das ist sehr, sehr wenig. Also weil eben die Prozesse so optimiert sind, dass ja, also je weniger man manuell machen muss, manuell buchen muss, desto schneller ist auch eigentlich die Buchhaltung erledigt. Ne? Das heißt, die Prozesse sind optimal. Mhm. Und klar, im Vergleich zu vorher ist es, also da gibt es jetzt nicht mehr viel, was man noch besser machen kann. Also mir fällt gar nichts ein, sagen wir es mal so. Ja, Erika, wir haben jetzt einfach mal ganz sachlich so über unseren Prozess gesprochen, wie das Ganze so läuft. Und du hast jetzt gerade auch selbst nochmal gesagt, ja, aus deiner Sicht läuft der Prozess super. Was würdest du sagen, sind so klassische Beispiele oder Punkte, woran du auch wirklich merkst, dass der Prozess bei uns gut läuft? Also wenn du jetzt einfach mal an deine tägliche Arbeit denkst. Ja, also auf jeden Fall die Übersicht in Candice, ne, dass man wirklich eine Übersicht hat, über die Rechnungen, über die Kreditkartenzahlungen. Das hast du in den vielen Firmen gar nicht. Ne? Das ist irgendwann später kommt eine Kreditkartenabrechnung, irgendwo ist eine Rechnung. Und in Candice hast du diese Übersicht. Das hilft ja einem schon enorm. Das heißt, du kannst deine Rückstellung bilden. Du weißt, okay, was kommt auf dich zu den Monat? Also diese Übersicht ist schon ein sehr, sehr großer Vorteil. Und dadurch, dass wir halt auch immer zeitnah alles zahlen und mit Kreditkarte zahlen, haben wir auch kaum Mahnungen. Das heißt, das fällt schon mal weg. Ne? Also kommt vielleicht einmal im Quartal eine Mahnung, aber eher selten. Weil die musst du ja auch bearbeiten. Ne? Wenn eine Mahnung kommt, musst du gucken, was ist mit der Rechnung. Das wird auch erspart einem. Und dann, eigentlich, wir zahlen pünktlich und natürlich der Monatsabschluss ist natürlich auch schneller erledigt. Also nicht so 15. ist ja bei uns ist ja schon zu spät. Ne? Also deswegen ist der Monatsabschluss auch eigentlich sehr schnell erledigt. Ja, du bist irgendwie so bescheiden, Erika, wenn du das alles so sagst. Also ich muss das vielleicht einfach mal deutlich hervorheben. Jetzt sind ja wir so zwischen 100 und 120 Mitarbeitern und du machst die ganze Buchhaltung komplett alleine, kriegst im Quartal eine Mahnung, kannst alles pünktlich bezahlen und kriegst deinen Monatsabschluss in 3 bis 5 Tagen erledigt. Also ich finde das eigentlich, ja, klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Aber ja, für dich ist das offensichtlich selbstverständlich. Und ja, ich finde das einfach schon erwähnenswert, wenn ich das einfach nochmal so deutlich sagen kann. Und vielleicht würde ich zum Abschluss an die Folge dann nochmal eine abschließende Frage an dich stellen für die Zuhörer als die Buchhalterin von Candice. Was würdest du den Leuten vielleicht grundsätzlich so mit auf den Weg geben? Auf jeden Fall die Prozesse optimieren. Also bei jeder Kontierung oder bei jedem kleinen Schritt einfach mal überlegen, ist das jetzt notwendig, kann ich das nicht verbessern? Das hilft ja schon einem enorm. Ne? Und wenn du viele Prozesse optimiert hast,
dann hast du natürlich auch weniger Arbeit hinterher.